Ja, ich war mit meiner Freundin unterwegs und dann haben wir so ein Plakat gesehen über eine Vorlesung. Da irgendwas von Aloe Vera und den Typen kannte ich nicht, der diese Vorlesung da macht. Ja, ich wurde damals während der Schwangerschaft von meinem Ex-Partner sitzen gelassen. Es war eine sehr harte Zeit für mich. Ja, in meinem Beruf als Pfleger ist natürlich Gesundheit ein großes Thema. Und da wurde mir zugetragen, dass ich an dieser Vorlesung teilnehmen soll. Und ich habe halt in der Zeitung die Vorlesung gesehen und ich wusste einfach, ich muss raus unter Leute und wollte mal was Neues probieren. Hatte ich erst überhaupt keinen Bock zu, weil das sollte am Wochenende stattfinden. Sie ist die Kaiserin unter den Heilpflanzen und das erfolgreichste Schönheitselixier der Menschheitsgeschichte. Die Rede ist von der Aloe Vera. Wussten Sie zum Beispiel, dass der Saft dieser einzigartigen Pflanze Wunden 3 bis 4-mal schneller heilen lässt als andere Heilmittel? Einer, der dem Wirkprinzip der Aloe Vera auf den Grund gegangen ist, ist Michael Polser. Der Aloe Vera-Forscher ist von der Heilkraft dieser einzigartigen Pflanze auch aus persönlicher Erfahrung überzeugt. Seit über 5000 Jahren gibt es schriftliche Berichte über die Anwendung der Aloe als Heilmittel. Dadurch kommt man zu einem Anwendungsfächer bei Krankheiten und das ist derartig groß, über 100 Krankheiten und darunter auch Krankheiten, wo sich die Hochschulmedizin sehr schwer tut, da hilft die Aloe, diese Krankheiten zu heilen oder die Therapien zu verbessern oder zu beschleunigen. Aber Aloe Vera kenne ich natürlich, ne? Und das war natürlich interessant. Jedenfalls sind wir da reinmarschiert und dann haben wir gleich einen Sekt in der Hand gedrückt gekriegt. Du dachtest, ja, okay, gucken wir uns das mal an. Ich hatte so nie Ahnung von Pflanzen. Ich wusste auch nicht, dass Pflanzen wie Aloe Vera heilende Kräfte haben. Mich hat so eine Vorlesung eigentlich auch nie interessiert, aber der hat das mit so einem gewissen Pfiff rübergebracht, was einem wirklich bei der Vorlesung gefesselt hat. Am Anfang habe ich ja gedacht, es wird eine klassische Verkaufsveranstaltung für irgendwelche Aloe Vera Produkte. Der Michael Polser hat aber ja schon einige Bücher zu dem Thema geschrieben und deshalb war es ein sehr interessanter Vortrag, der auch für Leute verständlich war, die nicht vom Fach sind. Mein Schwiegervater war an Prostatakrebs erkrankt, der wurde operiert. Dann hat sich die Krankheit einige Jahre hingezogen. Und genau als der Arzt dann mitteilte, dass in den nächsten Tagen mit seinem Ableben zu rechnen ist, hat meine Schwiegermutter ein Rezept von Pater Romano Zago in die Hand bekommen. Und da war berichtet über die Krebsbehandlung mit einer Formel auf Basis von Aloe und Honig. Aloe Vera nutze ich heute, indem ich das im Shampoo habe. Ich nehme das ein gegen diverse Krankheiten. Ich nehme das für meine Haut. Das ist in meine Bodylotion drin. Durch diese Vorlesung ist es halt so eine Gemeinschaft draus geworden. Mit vielen habe ich heute sogar noch Kontakt. Und meinen jetzigen Freund habe ich da auch kennengelernt. Für mich war es natürlich super interessant zu erfahren, welche Produkte wirkungsvoll sind und vor allem warum. Ich habe mein Wissen, was die Homöopathie betrifft, sehr gut erweitern können. Und das kann ich jetzt privat, aber vor allen Dingen auch in meinem täglichen Job sehr gut anwenden. Ein Wunder. Als erstes, die Schmerzen waren weg. Mein Schwiegervater brauchte kein Morphium mehr. Und seine Lebensqualität hat sich sofort verbessert. Der Stuhlgang funktionierte. Er hat wieder ganz normal gegessen. Er hat zugenommen und hat am Familienleben teilgenommen. Ja, ich habe nicht nur meinen Mann aus der Vorlesung mitgenommen, sondern auch viel Wissenswertes, was ich jetzt im Alltag super anwenden kann. Ist einfach toll. Sollte nun auch Ihr Interesse geweckt worden sein und wollen auch Sie die einmalige Chance wahrnehmen, Michael Polser persönlich in Deutschland erleben zu dürfen, so sichern Sie sich am besten noch heute eine der wenigen Karten für die Vorlesung am Montag, dem 26. September 2016 im Kito, dem alten Packhaus in Fegesack bei Bremen. Karten können Sie ganz bequem über die eingeblendete Telefonnummer oder E-Mail-Adresse reservieren oder kontaktieren Sie einfach den Vermittler dieses Videos. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Veranstaltung. Michael Polser in Bremen.